Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Hexit. Es geht wieder weiter und mein Gesicht hat ein neues Design. Es gibt neue Thumbnails und ja, das war's eigentlich. Es geht los. Bis später. Oh, dieses Kackpferd hier, das wird schon die ganze Zeit herum. So, jetzt habe ich aber auch Musik an. Ah ja, ich erinnere mich, dass wir die Sachen hier drin gelassen haben. So, wir sind hier noch in einem Dorf, dass wir uns noch ein bisschen was angucken wollten, weil das ziemlich interessant aussah. So. Musik sollte aber eigentlich nicht so laut sein, ne? Also ich bin gerade verwirrt. So. Die Musik sollte ja nicht zu laut sein, oder? Muss ich jetzt gerade mal gucken? Tut mir leid. Moment, Moment, Moment. Tut mir leid, dass ich das gerade nochmal mache, aber ich hatte echt gerade das Gefühl, dass die Musik zu laut wäre. Was sie aber nicht ist. Gut. Oh, hier oben geht es ja noch relativ weit mit dem Dorf. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was kaputt. Wollen wir das mal lieber fixen? So. Relativ nice hier, muss ich echt sagen. Huch, es hat ein bisschen was geruckelt. Sogar mit Karotten hier. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, ein Busch. Ja, das ist ein Busch. Okay. Finde ich sehr nice hier. Dort gefällt mir hier, muss ich echt sagen. Wären keine Wasserbugs hier an der Stelle. So, lass mich mal hier an den Rand. So. Zack, weg mit den Wasserbugs. Hä, hier auch überall, aber das ist doch eigentlich... So. Sehr seltsam. Und eigentlich dürfte sowas nicht so leicht passieren. Weil das Wasser scheint ja einfach nur durchzufließen. Vor allem hier, das finde ich cool. Jetzt so ein Weg auch wirklich zwischen den Bäumen lang. Also dieser Ort hier gefällt mir. Hier könnte ich sogar sagen, dass ich hier bleiben würde. Will es aber nicht. Ich will nämlich... Komm, scheiß Map. Langsam mich wieder hier lang auf dem Weg zurück machen. Das heißt, ich muss in... die Richtung gehen. Genau. So, ich habe ja schon gesagt, die Farbe um mein Gesicht herum ist ein bisschen anders. Vielleicht war die vorher in anderen Projekten schon was anders oder vielleicht ist sie auch jetzt schon wieder anders. Ich kann mich nämlich selber nicht so komplett einigen, in welchen Farben ich das Ganze machen oder haben möchte. Deshalb werde ich vielleicht jetzt hin und wieder so die Farbe um mich herum ändern. Das gerade ist hier so ein blau-grau-mäßiges. Ja, aber ist ja... eigentlich wurscht, oder? Aber ich finde irgendwie, das Weiß war zu aufmerksam. Also das hatte zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Interessant finde ich, sieht auch grün aus, beziehungsweise... Wow! Das ist interessant. Ich finde, grün sieht auch so relativ schlecht aus. Und das Schöne daran ist halt, dass es nicht so auffällt, so ein grünes und dunkelgrünes. So. Vier Spawn auf einmal. Krass. Ich habe gerade gehört, dass mein Scheiß, mein lieber Hund gerade Schaden bekommen hat. Oh, ich habe meinen eigenen Hund gerade gekillt. Shit. Was läuft mein Hund denn auch plötzlich nach hier? Oh Mann, kommt er hier plötzlich hochgelaufen und dann kill ich den aus Versehen. Naja. Schon scheiße, aber was soll man tun? Der Hund hat mir eh nicht geholfen. So, als erstes muss ich jetzt hier mal ein bisschen was die Gegner oder die Spawner auch zerstören, weil hier sind gerade sehr viele Skelette, die... versuchen mich hier zu nerven. So, zack, zack. Auf dich drauf. Zack, du bist auch tot. Da ist sogar noch ein Skelett. Okay, es ist nach unten geflogen. Ja, Thumbnails seht ihr vielleicht jetzt auch. Versuche ich jetzt immer ein bisschen was abwechselnd zu machen. Ich werde jetzt kein spezifisches Thumbnail für jede einzelne Folge machen. Weil das ist einfach zu aufwendig. Hilfe, lass mich leben. Komm schon, zack. Ich finde einfach selber, das ist zu aufwendig für jedes Einzelne was zu machen. Vor allem, weil ich hier teilweise in richtig vielen Stückzahlen die Sachen hier produziere. Und dann habe ich manchmal einfach so viel zu viel produziert auch. Und ist es knapp gerade. So. Und wenn ich dann so viel produziert habe und dann irgendwie
auf einmal 6, 7, 8 Thumbnails erstellen muss, dann habe ich auch keinen Plan mehr, was in jedem Teil passiert ist und habe ich auch keinen Bock dann darauf, jedes Mal Thumbnail darauf anzupassen. Also habe ich jetzt einfach mal so, ich glaube 20 Thumbnails erstellt grundsätzlich und ich denke, darum werde ich auch immer neue Thumbnails noch hinzufügen. Also ich habe jetzt so eine Art Pool an Thumbnails, woran ich dann für jede Folge irgendeins auswählen kann, sodass sie ein bisschen anders jetzt mal aussehen. Immer wieder so, dass sie nicht immer so komplett gleich sind, aber auch immer noch nicht komplett individuell für jede Folge, weil dafür mache ich einfach zu viel und habe dafür keine Zeit. Ich mache jetzt mittlerweile 3 Videos am Tag. Ich weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt, wo die Folge da ist, runtergebrochen schon habe. Das habe ich auf jeden Fall vor, das ein bisschen runterzubrechen, weil das ist mir auch selber teilweise ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall 3 Videos am Tag und dann daneben noch Abitur, Fahrschule und alles sonst was. Das ist sehr viel Zeit, die dafür auch drauf geht. Und nein! What the fuck? Jetzt bin ich hier ganz unten gelandet. Wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Lass mich am Leben. Ach komm schon. Also es ist mir selber, wie gesagt, ein bisschen zu viel alles. Jetzt kann man gucken. Okay, hier drunter ist eine Höhle. Ja, lol. Ich wollte eigentlich gucken, dass hier kein Endgegner ist, wenn ich die Kiste hier öffne. Power 4 ist schon was Geiles, aber bringt es eigentlich nicht. So. Kann man ein bisschen was Sachen nochmal loswerden. Oh, Diamanthelm. Gefällt mir. Knochenbaldig. So. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Dass ich einfach, genau, immer sehr viel, immer sehr viel zu tun habe und deshalb wahrscheinlich keine Zeit dafür finden werde und haben werde, alles einzeln so komplett anzupassen. Und dann denke ich dann lieber, dass ich mehr Spaß am Aufnehmen habe, also am Ende irgendwelche Thumbnails dafür extra zu erstellen. Und dann spare ich mir das einfach. Ist ja auch nicht schlimm, denke ich mal, ne? Zack. Oh, meine Rüstung ist Schrott. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich sollte ja noch neue haben. Da, Meteoriten-Chestplate. Ich hoffe, die zieht nichts an. Weil ansonsten wird mich das extrem nerven. Egal. So. Auf geht's wieder hoch. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Tiere auf mich warten. Tiere, Zombies natürlich oder Skelette oder sonst was. Aber ich habe jetzt einfach mal so ganz nebenbei beim Labern hier diesen Battle Tower besiegt. Vor allem einer, der nach unten geht, und die hasse ich eigentlich. Den entgehe ich meistens, weil die einfach sehr gefährlich sind. Aber naja. So, kurz mal auf die Map gucken. Ich glaube, wir müssen die Richtung, ist richtig. Gut. Hier ist auch ein Dschungel. Okay. Dann laufen wir einfach mal im Dschungel vorbei. Ist das vor allem bereits von uns zerstörter Battle Tower, oder? Ich glaube, der ist bereits zerstört da hinten. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Nee, ich glaube nicht, sonst würde die Map schon mehr generiert sein. Ich glaube, das ist einer, der schon zerstört ist, aber halt nicht durch uns, sondern der so generiert worden ist. In dem dann auch nur ein paar Skelette oder sonst was sich herumtrollen. So, gucken wir mal rein. Ja, das ist so ein halb zugewachsener. So, ab damit. Ah, komm schon. Zack, nichts drin. Wow, wer hätte es gedacht? Krasse Sache. Ah, ich brauche bald neuen Bruchstein, sonst komme ich hiermit auch nicht gerade sehr weit. Und irgendwie habe ich keinen Bock auf hier so einen Kack hier auf diesen überall zerstörten Battle Tower. Da kann man ja nicht viel machen. Habe ich jetzt eigentlich schon was gesagt, was ich sagen wollte? Und zwar, dass es keine Staffel 3 von Hexo geben wird. Ja, ihr seid aber nicht geschockt. Staffel 3 wird es wahrscheinlich nicht geben, da ich mir jetzt einfach überlegt habe, scheiß da drauf, jede Staffel was Neues zu machen. Ich mache einfach das in dem Moment, was mir Bock macht. Und wenn ich jetzt wieder was baue, irgendwo einzeln weg, dann baue ich wieder einfach irgendwo einzeln was weg. Und werde das Ganze nicht an irgendwelchen Staffeln oder Folgenzahlen ausmachen, sondern ich baue dann, wenn ich Bock auf Bauen habe, mache dann ein neues Projekt, wenn ich einen Bock darauf habe. Und scheiß auf jeden anderen Shit. So, erstmal ein bisschen was auf Seite. Und jetzt brauche ich Blöcke. Mache ich mir erstmal Holzblöcke. Alles klar. So, ich sehe es nicht mehr.
So, zerstören wir das mal und das auch und das auch. Gucken in die Kiste. Wow, hier ist nichts drin, was mich juckt. Hätte mich auch ernsthaft gewundert, wenn dem so... Lol, lässt mich einfach nicht nach da springen. So, sehr nice. Hast mich gut getroffen, würde ich mal sagen. So, und das ist jetzt mein letzter Block, den ich gerade investiere, um hier hochzukommen. Und hier oben ist eine Doppelkiste und hier drin ist nur Crap. Krasse Sache. Brot kann ich auch nicht gebrauchen. Ja. Also lasse ich alles hier oben. Das ist der Nachteil an diesen Towern. Die sind langweilig, hier gibt es nichts Vernünftiges. Zack. Zack. So. Damit schrotte ich zwar, glaube ich, ein bisschen was in meine Rüstung. Ist mir es aber gerade egal. So, in welche Richtung muss ich? In die. Gut. Ich bin noch richtig. Hier beginnt gleich der Dschungel. Wird interessant. Ich hoffe, da generiert mal die Map ein bisschen besser als in diesen tiefen Wäldern da hinten. Oh, ein Fuchs. What does the fox say? Nice. Geil wäre es, wenn ich Füchse so züchten könnte wie Katzen oder so. Dann würde ich so eine Fuchszucht halt machen. Oder so eine Fuchs-Gehege. Wäre ganz nice, aber ich glaube, das ist nicht ganz so dafür geplant. Kann es sein, dass ich... Ach, stimmt, ich habe jetzt wieder diese Rüstung, die alles anzieht. Oh man, so bekomme ich wohl Setzlinge, die ich gar nicht will. Egal. Kann ich nichts gegen tun. Bekomme ich eben Setzlinge. Ich kann sie einfach setzen. So, und wir laufen hier einfach mal lang und ich habe keinen Plan, wo wir genau auskommen. Ich gucke auch ganz kurz, was die Uhr sagt. Noch 2 Minuten, sagt die Uhr. Gut, 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 alles gut. Ja, dann laufen wir einfach mal noch was weiter. Und gucken mal, was uns hier alles noch so begegnet im Dschungel. Ich habe wieder Hunger. Nee, doch nicht. Ich habe nur das Gefühl, ich kann nicht mehr vernünftig rennen. Aber ist ja auch ein Gewirr los. Man sieht ja kaum was. Schade. Oh, hier sind Kühe. Ist das Porkchop? Das ist Porkchop, ist Schweinefleisch. Ah, sonst hätte ich die Kühe getötet einfach, weil dann hätte ich wieder ein bisschen mehr was zu essen dabei. Aber mit Essen habe ich immer mit Egg kein Problem. Interesting, okay, okay, okay. Nehmen wir mal unsere neue coole Axt dafür. Was ist das denn? Sakura Wood. Alles klar. Ist das das Pinke? Ich möchte mal kurz eins setzen. Sieht eigentlich ganz nice aus, würde ich mal sagen. Gut, dann nehmen wir das wieder mit. Und mal gucken, was wir mit diesen Sakura Planks anfangen können. Oder ob wir nah von unserem Haus ein... Ja, hier, Sakura-Setzlinge machen, pflanzen können. Dann haben wir so einen kleinen pinken Wald. Und leider passen zwar hier die Texturen nicht komplett 100% hier zu Dandelion, weil der Baum hat eine Textur, die von Zwecks kommt. Und das meiste, was ihr eigentlich hier sieht, zum Beispiel die Ranken hier, die sind ja alle Dandelion. So, bin ich immer noch richtig? Mal ganz kurz gucken, zack, zack. Ja, und ich schaffe natürlich genau durch den Wald, obwohl ich würde viel lieber hier links in das andere Biom reingehen, weil ich finde das selber eigentlich cooler. So, weil hier Dschungel, da sieht man nicht viel, und bei dem anderen, das ist eher so ein bunter, so ein bisschen Herbstwald, Herbstwald ist richtig. Das sehen wir schon, und ich finde es da selber persönlich ein Stück cooler, und deshalb mache ich mich mal auf den Weg nach da. So. Dann einfach mal da hochziehen. Komm schon. Zack. Okay, alles klar. Ja, jetzt sind wir hier im Wald. Und müssen jetzt noch irgendwie nach da ganz oben kommen. Wir sehen ja auch schon, die Blätter hier sind auch wieder anders, weil das sind Zwecksblätter. Und das hier sind Dandelionblätter, also die sind von der Art einfach unterschiedlich. Aber ist nun mal so. Kann und will ich auch nichts tun. Passt. Also wollen würde ich schon, weil es ziemlich geil ist. Aber ich glaube, ich rausgefunden habe, wo diese Texturen in dem Ordner liegen von Texture Pack, und ich dann
hier unseren Minecraft-Ordner und unser Dandelions, die Texturen für das normale Pflanzen, für normale Gräser, davon Farben nur ändere. Bis ich das alles gemacht habe, dann ist es schwachsinnig. Aber wer selber mal, wer sowas kann und sowas auch gerne macht und für sowas sehr viel Zeit hat, und wirklich Bock hat, mal Dandelion komplett für Hexit anzupassen, der soll es mir bitte gerne tun. Das finde ich ziemlich geil. Ich meine, man kann immer noch ein paar Items von Zwecks übernehmen. Hier zum Beispiel die Big Backpacks. Aber ich selber finde jetzt teilweise Items jetzt nicht so geil. Zum Beispiel die Äpfel oder sowas. Oder einfach so grundsätzlich Zwecks. Das ist irgendwie nicht so meins. So, vor lauter Labern sind wir jetzt schon mal ein Stück weitergekommen. Aber vor lauter Labern ist jetzt auch schon wieder die Aufnahme vorbei. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oha. Ich wollte mich eigentlich jetzt was links halten, und zwar in die Richtung. Genau. Dann werde ich jetzt auch mal in der nächsten Folge weiter in diese Richtung gehen. Aber dann sage ich vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.